Bösegendorf, ein kleiner Flecken an der Grenze zwischen Thüringen und Niedersachsen. Am 2. Oktober 1961 Schauplatz der größten Massenflucht über die innerdeutsche Grenze. Von 300 Einwohnern verlassen 53 ihr Dorf und ihre Höfe, auf denen sie seit vielen Generationen lebten. Eine Entscheidung auf Leben und Tod. Wir hatten Angst, natürlich. Ich weiß noch, wir haben mit den Munden gezittert. So ging das immer. Angst ist kein Ausdruck. Panische Angst. Was wird, wenn die uns schnappen? Der eindeutige Befehl lautete, wenn jemand versucht, die Grenze zu durchbrechen, ist die Schusswaffe anzuwenden. Wenn jeder einen Sack mitbringt und stellen den rundherum und es wird wirklich geschossen, es konnte ja passieren, in den Federbetten, da bleibt die Kugel hängen. Das ist wirklich Hilfe von oben gewesen. Da war mehr als ein Schutzengel zugange. Vom 13. August 1961 an sind die Grenzen der DDR vollständig abgeriegelt. Zwei Wochen nach dem Bau der Mauer in Berlin, der Nationale Verteidigungsrat der DDR berät über Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit an der Westgrenze der DDR. Es geht um den Ausbau der Grenzanlagen und um Zwangsaussiedlungen aus dem Sperrgebiet. Eine Schlüsselrolle bei der Durchführung spielt Innenminister Karl Maron. Er soll die Ausweisung von Personen aus dem Grenzgebiet organisieren. Sein Befehl ist geheime Verschlusssache. Aus dem Bereich der 5-Kilometer-Sperrzone und des 500-Meter-Sperrgebiets sind auszuweisen unter anderem Personen, die durch ihre reaktionäre Einstellung den Aufbau des Sozialismus hindern, sowie durch ihre Handlungen eine Gefährdung für die Ordnung und Sicherheit im Grenzgebiet darstellen. Das Eichsfeld war Grenzgebiet, zwischen Ost und West geteilt, weit weg von Berlin. Eine karge Landschaft. Die Menschen sind katholisch und traditionsverbunden. Hier liegt Bösegendorf, ein gutes Dutzend großer Bauernhöfe, einige Siedlerhäuser. Seit 1952 in einer 500 Meter Sperrzone, die nur mit einem speziellen Ausweis betreten werden darf. Das Dorf und seine Bewohner sind von der Außenwelt weitgehend abgeschnitten. Die deutsche Grenzpolizei, wie die späteren Grenztruppen damals noch heißen, sorgt dafür, dass niemand die Regeln der Sperrverordnung zu verletzen wagt. Vor allem, dass sämtliche Verbindungen zu Freunden und Verwandten in den Dörfern westlich des Grenzstreifens unterbrochen werden. Man winkte nicht mehr rüber, denn das konnte einem als Aufnahme von Westkontakten ausgelegt werden. Und es war eine ganz komische Situation. Und auch im Ort, also bei mir in der Schmiede jetzt, ehe man ein Wort sagte, ich spreche von mir, habe ich mich umgeguckt. Wer ist denn hier in der Nähe? Und also eine Situation, die eigentlich unerträglich ist. Nach Einbruch der Dunkelheit herrscht in Bösegendorf Ausgangssperre. Ein Schulungsfilm zeigt den Grenzpolizisten, wie auf eine Verletzung der Sperrverordnung zu reagieren ist. Halt! Deutsche Grenzpolizei, steigen Sie ab! Mensch, der Otto! So, 5:05 Uhr. Hast du die Erlaubnis? Du, das nächste Mal rufst du etwas leiser. Man erschreckt ja in seinem eigenen Wald. Im Herbst 61 erwartet die Grenzpolizei ein viel größerer Einsatz. Die Vorbereitungen dafür laufen auch in Worbis. Beim Rat des Kreises, der auch für Bösegendorf zuständig ist, trifft der Befehl des Innenministers Maron ein.
Tarnname Kornblume. Die örtlichen Organe sind angewiesen, Vorschläge zu machen, wer aus dem Grenzgebiet zu entfernen ist. Gerüchte über die schwarzen Listen erreichen auch Bösekendorf. Dann sagte mir plötzlich ein Mann aus Bösekendorf, Namen möchte ich nicht nennen, der kam mal in die Schmiede, sagt: Erich, sieh dich vor, man hat dich im Visier. In den Augen der Staatsmacht gelten die Bewohner von Bösekendorf als renitent. Im Jahr zuvor hatten die meisten sich geweigert, der LPG beizutreten. Auf der Liste landet jeder, den die Staatssicherheit für einen Gegner der genossenschaftlichen Entwicklung hält. Die waren alle ärgerlich, wollte keiner rein. Wollte keiner rein. Jeder wollte für sich wirtschaften, wie es früher war. In den Propagandafilmen gab es eine solche Haltung nicht. Der Eintritt in die LPG war dort immer freiwillig. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Erkenntnis, die sich immer mehr durchsetzt. Der LPG gehört die Zukunft. Weil kaum ein Bauer in Bösekendorf der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft Neues Leben beitreten will, schickt die Partei eine Kommission in den Ort. Da waren Parteigenossen aus Erfurt, ohne ganze Menge. Die saßen in der Gastwirtschaft am langen Tisch und die Landwirte wurden einzeln vorgeladen. Da saßen sie wie ein Sträfling. Eine fragte, der nächste fragte. Und naja, ich habe mich dann auch rumgewunden und gemacht, erst mal nicht unterschrieben. Einer von diesen Herren, der sagte mir dann, ob im Ausgehen, mit Ihrer Meinung, da sind Sie im Grenzgebiet eigentlich nicht tragbar. Und wir können Sie auch mit 30 Kilo Gepäck und unbekanntem Ziel ins Inland versetzen. Keine leere Drohung. Zwangsevakuierungen aus dem Grenzgebiet gab es schon 1952. Damals flohen drei Familien aus Bösekendorf in den nahen Westen. 1952, da lief die Sache unter Ungeziefer. Man muss sich das mal vorstellen. Diese Deportation da unter dem Namen Ungeziefer. Das waren Leute, ehrbare Leute, die nichts verbrochen hatten. Die durch irgendeinen angeschwärzt waren und dann wurden sie zwangsevakuiert. Im September 1961 werden wieder schwarze Listen für eine Zwangsevakuierung vorbereitet. Die Lauscher verstärken ihren Einsatz. In dieser Zeit, etwa 14 Tage bevor wir weggegangen sind, kriegten wir 4 Leute von Bezirk Erfurt. Meines Wissens, glaube ich, 3 Frauen und ein Mann, der lief unter dem Namen Stiefel Franz. Und wir mussten den ins Haus nehmen. Der sollte auf uns aufpassen. Ja, und machen Sie das mal, wenn Sie so einen im Hause haben. Kein Wort zu viel, noch freundlich tun. Man wusste, wem man vertrauen kann und wem nicht. Und man wusste auch, wie man sich verhalten oder zu benehmen hatte gegenüber Leuten, die man nicht vertrauen konnte. Es gab Leute, die haben sich dazu hergegeben, in den Ortschaften, wenn die Fenster unten lagen, die Stube, wo der Fernseher jetzt drin stand, na, da stand hier der Stube. Und da gab es gewisse Leute, die horchten dann, die kannten am Hören, was vom Sender lief. Und das hat manchen Leuten, das waren die sogenannten Zuträger oder Zuhälter, die haben das dann ihren gewissen Stellen gemeldet, der hört Westfernsehen. Und die Leute, die standen dann schon irgendwo auf der Liste. Alles landet in den Berichten der Stasi. Wer Westfernsehen sieht, wer ein Gegner der Kollektivierung sein soll, von wem negativer Einfluss ausgeht. In den Grenzdörfern schwirren die Gerüchte. Das hieß schon,
Es wird evakuiert. Es war ja in anderen Ortschaften auch schon evakuiert. Einer hatte sogar aus dem Dorf hatte gesagt, ihr müsst erst mal ein paar wegbringen, dann spuren die anderen auch. Und wir hier an der Grenze, es wird immer dichter, sagten die Männer. Und da werden bestimmt welche evakuiert. Für alle, die in Bösickendorf an Flucht denken, wird es jetzt eng. Im August 61 werden im Eichsfeld 13 neue Beobachtungstürme gebaut. Die Dienstanweisungen der Grenztruppen sind eindeutig. Die Anwendung der Schusswaffe gab es schon seit 1954. Es durfte nur nicht in Richtung Westen geschossen werden. Also wenn du so eine ungünstige Position hattest, dass der Schuss in Richtung Westen losging, durftest du die Waffe nicht mehr anwenden. Die Grenztruppen der NVA sind in Alarmbereitschaft. Im Herbst 61 laufen die Vorbereitungen für die Befestigung der Grenze auf Hochtouren. Eine Flucht aus dem Sperrgebiet soll unmöglich werden. Ich erinnere mich an eine Versammlung im Gasthaus, wo der Grenzkommandant unter anderem dann sagte, es wird erzählt, im Bösickendorf wollen Leute weg. Wir machen ein Sieb daraus, wenn jemand über die Grenze geht. Wenn man das hört, dann läuft einem etwas kalt über den Rücken. Da wurde das immer dramatischer, also für uns an der Grenze. Da wurden die ersten Teilstücke errichtet. Das erste Teilstück, der berühmte Zaun. Und dann fingen sie an und riegelten auch die Feldwege, die Richtung Westen ging, ab. Und dann fast jeden Tag eine Hiobsbotschaft. Und wir haben uns damit beschäftigt, was machen wir denn? Durchhalten oder die Fahne verlassen? Dass in Bösickendorf was lief, das kriegt man schon mit. Das, wir haben immer gesagt, ist dicke Luft. Das hat man schon, so viel hat man mit. Das kriegt man mit. Wenn man nicht ganz egal auf den Kopf gefallen ist, kriegt man sowas mit. Beunruhigende Meldungen erreichen die Staatsorgane in Worbis. Sie wissen, es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Die Aktion Kornblume steht unmittelbar bevor. Mittwoch, 27. September, der Alarmplan für den Tag X wird aufgestellt. Jede Einzelheit für die Zwangsumsiedlungen ist bedacht. Zweitens, benachrichtigen Sie den Offizier. Von oben erhalten die Kommandostellen der beteiligten Kräfte jetzt ihre Anweisungen. Streng geheim. Ja, den Wagen bitte. Doch es gibt eine undichte Stelle. Mein Schwager Karl, der hat in Teißung zu tun, fährt nach Hause, geht in Bleckenroth in Konsum und kauft so ein bisschen was ein, raushaut ein bisschen. Und auf jeden Fall, da trifft er. Ich weiß gar nicht, wie der mit Familiennamen hieß. Und der geht mit Karl raus und sagt ihm, Karl, du bist auch mit dabei. Und er ganz verstutzt und wieso, was? Ja, weißt du denn das nicht? Die wollen die zweite Aktion machen wie 1952. Karl Klingebiel ist alarmiert, macht sich sofort auf den Rückweg nach Bösickendorf. Er will alle informieren, die seit Wochen über Fluchtpläne nachdenken. Dann hatte sich schon so eine Truppe zusammengefunden. Ich gehe mit und du gehst mit und ich gehe mit, wenn es soweit ist. Und die kannten sich schon, die alle mit wollten. Ich habe nicht gewusst, wie viele Leute gehen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand gewusst hat, wie viele Leute gehen. Wir hatten seinerzeit uns gesagt, wenn du das jemandem erzählst, dann muss das einer sein, der mitgeht. Und ich weiß nicht, ob jemand gewusst hat, wie viele Leute das insgesamt wären. Donnerstag, 28. September. Der engste Kreis der Eingeweihten trifft sich auf dem Heuboden. Die drängendste Frage, wann soll es losgehen? Und wer geht mit? Denn der Entschluss, alles zurückzulassen, fällt den Bauern sehr schwer.
Haus und Hof ist nicht einfach. Das, was man von den Eltern geerbt hat, was man übernommen hat, praktisch auf Treu und Glauben. Mein Vater weiß nicht, was der gesagt hätte dazu. Aber, und dann das stehen lassen und gehen. Mit der Aussicht, da kommst du nicht wieder hin. Denn das war mir inzwischen klar geworden, dass diese Sache nicht wieder endete. Wer nicht weg wollte, der ist eben da geblieben. Man konnte da keinen überreden. Und musste jeder selber wissen, was er macht. Aber die Leute, die man trauen konnte, die haben auch welche gewusst und haben aber nichts gesagt. Sind trotzdem still gewesen, haben getan, als ob sie nichts wussten. Einsame Stunden für die Männer. Mit niemandem in der Familie können sie sprechen, die Entscheidung diskutieren. Von Donnerstag bis einschließlich Montagmorgens keine Nacht mehr geschlafen oder mal nur kurz kein Essen mehr geschmeckt. Wir hatten eine Frau, die hat dann, also die 20 Jahre bei uns war, die hat dann zu meiner Frau gesagt, was ist denn mit denen los, will er weg, ist nicht mehr. Und Sie müssen sich ja eines vorstellen, das waren, jetzt wie wir im Nachhinein wissen, 50 Leute. Und was viele wissen, das kommt dann auch irgendwie mal an eine Adresse, die nicht, und da, also das hätte keinen Tag mehr gedauert, dann wäre das irgendwie raus, bin ich von überzeugt. Das haben ja nur Männer unter sich so heimlich gemacht. Die haben sich gesagt, auf einmal können wir die Weiber nicht trauen, dann wollen wir lieber wir fertig machen, dann sagen wir das letzten Moment, dann müssen sie, gehen sie schon mit. So, das war's. Besonders schwer fällt die Entscheidung, ob man Karl Rode ins Vertrauen ziehen soll. Er war LPG-Vorsitzender und man hatte Angst, dass er eventuell das Ganze verrät. Und da hat dann eben der Bruder Heinrich gesagt, das ist mein Bruder, da können wir uns drauf verlassen. Auch wenn er erster LPG-Vorsitzender ist, da passiert gar nichts. Der kommt mit. Diensthabender Offizier, Oberleutnant Klemm. Sonntag, 1. Oktober, 23 Uhr. Die Bezirkseinsatzleitung der Aktion Kornblume befiehlt allen Einsatzkräften, sich am kommenden Montag in Bereitschaft zu halten. In Bösickendorf gibt es immer noch keine Entscheidung, wann es losgehen soll. Am Sonntagabend war unser Nachbar bei uns, und dann Nachmittag, da war in Neuendorf Kirmes. Mein Sohn war mit Bekannten nach Neuendorf gegangen, der Kleine. Da sagt er, vielleicht geht's heute Abend los. Ich sage, um Gottes Willen, der ist noch in Neuendorf. Du kannst ja da nicht hinfahren und sagen, komm her, wir haben. Also ich bin dann, als es dunkel wurde, abends, aber der hatte dann gesagt, ich gehe noch mal und frage noch mal. Und dann kam er runter und winkte nur so im Vorbeigehen mit der Hand. Heißt, heute nicht. Abends treffen sich die Männer auf dem Heuboden. Die Nachrichten zwingen zum Handeln. Der letzte Schuss kam am Sonntag. Da fuhren denn die Lastwagen und brachten diese spanischen Reiter überall an der Grenze und verteilten auch diese Pfosten schon an der Grenze. Und dann haben die Männer gesagt, jetzt wird's aber höchste Zeit, sonst kommen wir nicht mal hier raus. Montag, der 2. Oktober. Ein Tag wie jeder andere. Scheinbar. Gearbeitet wie jeden Tag. Wie jeden Tag. Gar nichts Auffälliges gemacht. Also musste jeder erstmal sich mit abfinden, kein Geld holen, nichts Unauffälliges machen. Arbeit nachgehen. Mein Mann hatte erst noch den Kühen Stroh gegeben und den Stall fertig gemacht und ist dann hinterher. Und ich gehe mit in den Garten und will Petersilie holen an die Suppe. Da ruft der Nachbar zwei Häuser weiter, der Gerhard Zwinkmann, Heinrich, komm mal her, komm mal her.
heute Nacht kommt Bösendorf dran, hat der und der gesagt. Wir müssen heute Abend noch weg. Heute Nacht geht's los. Gut, ich weiß Bescheid. Ich sag's den anderen. 1969 entstand dieser ZDF-Film über die Flucht der Bösendorfer. Ich hatte mich angemeldet zum Kartoffeln ausmachen an einer Grenze. Und in diesem Abschnitt war auch Karl Klingebiel, der Schwager von Herrn Heimbroth. Und wir fuhren zusammen praktisch raus dorthin. Und da sagte der mir, heute Abend knattern wir ab. War ein bisschen buschikos ausgesprochen. Da war mir klar, was war. Und als ich mit meinen Kartoffeln am späten Nachmittag ins Dorf reinfuhr, da begegnete mir Heinrich Rohde und sagte heute Abend, nichts weiter, Schluss, aus. Ich bin um 6 Uhr mit den Pferden auf den Hof gekommen. Man, wenn die Leute überlegen, ich war und dann noch die gefüttert. Also immer nur nicht wissen, gehst du mit oder gehst du nicht mit. Das sind, also da kann man im Nachhinein sagen, Mensch, wie kannst du so dumm sein, du hast das nicht ein bisschen besser vorbereitet. Nein, es ging nur so, wie du es gemacht hast, also für mich nur so, wie du es gemacht hast. Hals über Kopf, mit Kehrt machen und weg. Nur eine Stunde bleibt zur Vorbereitung der Flucht. Martin kommt gleich. Hat er was gesagt? Wo ist Martin? Kommt gleich. Wir gehen rüber. Wirklich? Ja, jetzt. Komm, Erika, zieh dich wieder an. Was denn, heute noch? Wann? Sofort. Pack die Sachen und zieh das Kind an. Sag Horst Bescheid. In einer halben Stunde hinter Braumanns Garten in der Scheune. Becken und das Nötigste, nicht zu viel. Giesekes? Wissen beide Bescheid. Und nicht über die Straße, hinten durch die Gärten. Abends, da sag mal, Mann. So um 6 rum. Heute Abend geht's ab. Hab ich gezittert und geheult. Ich sage, Ul, nur das bisschen, was wir am Leibe haben. Da sage ich, den muss ich mir aber besseres Kleid anziehen. Und da sagt er, nein. Ich denke, wir waren uns klar. Ja, aber nun, so auf einmal. Willst du nicht essen, Martin, vorher? Pack zusammen, sage ich, und gib Erik ein Schlafmittel. Wozu? Damit sie ruhig ist, bis wir drüben sind. Fast die Hälfte der Flüchtlinge sind Kinder. Sie sind das größte Risiko für das Unternehmen. Die Kleine war weggelaufen. Die habe ich dann mit Rufen und Brüllen dann gerufen. Und dann hatte ich sie zuletzt auch. Und die musste ich auch einsperren, damit sie nicht rauslaufen. Denn es ist ja gefährlich. Kinder erzählen die Wahrheit. Da muss man die schon zusammenhalten. Dann habe ich sie in eine Stube eingesperrt, dass sie nicht raus konnten mehr. Ich habe die Kinder schon fertig gemacht, hatte den Jungen schon ein paar Anzüge angezogen, die besten. Es war ja der 2. Oktober, es wurde ja Winter. Und wie es so war, ich hatte die Kleine noch, der lief raus auf die Straße. Da stand mein Bruder mit noch Kollegen und die wollten besprechen, gehen wir heute Abend nach Neuendorf zum Tanzen. Und unser Kleiner, der läuft dazwischen und sagt, Onkel Party, wir fahren jetzt ganz weit weg, ich habe schon 3 Anzüge an. Den Hund haben wir auch mitgenommen. Weil hier, mein Sohn hat gesagt, nehmen wir Grimas Center nicht mit, dann gehe ich auch nicht mit. Und die Tochter hat gesagt, und ich, die schwarze Katze, dann gehe ich auch nicht mit. Kleine Kinder. Wo gehen wir hin? Nach Naundorf, Tante Ursel besuchen. Und Onkel Willi? Und Onkel Willi. Halt, Bösendorf kommt mit. Einer hat's dem anderen gesagt. Die Sachen werden verstaut auf Walter Sturmanns Wagen. Ich war aufgeregt, nervös, habe nur gefragt, fährt der mit? Der mit, ja. Dann war ich zufrieden, dass wir nicht allein waren, dass die anderen auch alle mitgingen.
Bis zum letzten Augenblick zögert Alfons Klingebiel. Er möchte eigentlich nicht weg, weil seine Schwestern auf keinen Fall den Hof verlassen wollen. Doch dann siegt die Angst, als einziger Bauer zurückzubleiben. Was ich selbst persönlich erlebt habe, war also dann abends, wo die Mutter sagt, geht nach dem Abendbrot, geht hoch, auf dem Bett liegen, eure Anziehsachen, zieht euch um. Und da fragt man sich als Kind, was soll ich mich abends noch umziehen? Ich gehe höchstens ins Bett. Und dann hat sie uns erklärt, dass wir jetzt weggehen. Und dann erinnere ich mich an die Szene besonders, wo wir oben vor dem Schlafzimmer meiner Eltern stehen und mein Vater sich verabschiedet von seinen Geschwistern, die da geblieben sind. Muss man sich einfach vorstellen, mit 55 Jahren ins Nichts zu gehen. Gegenstand! Augen! Rechts! Genau zur gleichen Zeit, um 18 Uhr, versammeln sich alle Kräfte der Aktion Kornblume in den bereitgestellten Sammelräumen. Herr Oberstleutnant, ich melde Ihnen die Kompanie zum Appell angetreten. Danke. Lassen Sie rühren. Augen gerade! Aus! Hört euch! Bösickendorf, 18.30 Uhr. Los, wir müssen gehen. Komm, Helene. Lass brennen. Ein Aufbruch ohne Abschied nehmen. Niemand macht das Licht aus. Alles soll aussehen wie immer. Dann habe ich meinen Sohn, kleinen Kerl, gesagt, Gerd, wir gehen jetzt nach Neuendorf der Kirmes. Dann sind wir raus, hinten im Garten, wir mussten ja hinterm Garten hochgehen. Hatten ungefähr bis zu dem Wagen 150 Meter. Und da sagte, als er so ein Stück gegangen war, Papa, hier geht es nicht nach Neuendorf. Ich sage, jetzt bist du ruhig, du sagst keinen Ton mehr, egal was ist, in einem recht energischen Ton. Mein Vater ist dann mit der Schubkarre vorweg und meine Mutter und Schwester und ich eben dem hinterher. Genau das Gleiche getan, hinterhergelaufen. Ich mit dem Hund natürlich an der Leine. Aber der war eigentlich lieb, also dass der bellen konnte, da bin ich auch gar nicht drauf gekommen, hat er auch nicht gemacht. Den Abend brannten die Dorfbeleuchtung. Bis dato nicht gebrannt. Das ist mir schon aufgefallen. Jetzt muss ich über die Straße, waren Leute, die waren da am Unterhalten. Und dann ich konnte nicht, weil die da nicht weggingen. Also wo sie dann weggingen, dann über die Straße bei Ruhens durch und dann hinten rum, wo der Wagen stand, bei Karl in den Hof. Bei Karl Klingebiel auf dem Hof, da stand ein Wagen, ein Gummiwagen. Die hatten auch vorher noch Kartoffeln aufgelesen im Felde. Die mussten erst abgeladen werden und dann kamen dann die Kinder und die nicht laufen konnten, alte Leute, die sollten auf dem Wagen. Und die anderen mussten eben laufen. Betten und Matratzen an die Seite, als Kugelfang. Rundrum wurden unsere Säcke gestellt, die Betten. Jeder durfte einen Sack mitnehmen. Und diese hat man auf den Gummiwagen rundrum gestellt. Und die Frauen mit kleinen Kindern, die kamen in die Mitte rein. Und so sind wir abgefahren mit dem Gummiwagen. Los, alles frei. Alles klar, ja? Ja, ja. Komm, ruhig. Drei Leute sind vorweggegangen. Alfons Knapp, Heinrich Rode und ich war kurz vor dem Gespann. Also wenn irgendwas... haben wir uns eingebildet, wenn irgendwas uns in die Quere kommt, also Polizei, dass die dann, ich glaube, wir hatten auch hier das Telefonkabel, also von Russen damals, die hatten ja das endlos in der Hand. Und wenn der Erste was gemerkt hätte, wollte dann Zeichen geben. Das ist ja heute, das ist ja illusorisch, aber was man nicht alles macht. Die Flüchtlinge haben Glück. Der Himmel ist bedeckt und es weht ein leichter Wind. Die Blätter, die waren noch nicht abgefallen, die saßen noch auf dem Baum. Und das war so ein Wind, die waren am Flattern und am Rauschen. Wenn der Wagen
100 Meter weg war, hat man nichts mehr gehört. 19 Uhr. Unterwegs zur Grenze. Der Weg ist nicht länger als 1000 Meter. So lange war das nicht. Es war ja nicht weit von der Grenze. Und die Männer wussten ja auch genau, wo sie fahren mussten. Es war ja dunkel. Wir hatten Angst, natürlich. Ich weiß noch, wir haben mit den Munden gezittert. So ging das immer. Und einmal stand auch der Wagen ganz schräg. Da kippen wir jetzt um. Na komm, pass mal ein bisschen an. Komm. Und da war der Wagen schon so ein bisschen an Umkippen. Und dann hat der eine, der ist dann aufs Pferd gesprungen und hat das, dass sie richtig auf dem richtigen Weg wieder gekommen sind. Es war ja dunkel, ne? Und alles aufgeregt. Und die Pferde merken das auch. Als Jugendlicher war das irgendwo wie ein Abenteuer, das unternehme jetzt mal, war wie eine Safari, möchte ich mal sagen. Es war nicht irgendwie irgendwas Beängstigendes. Dass man eventuell dabei erschossen wird, das ist mir eigentlich, muss ich sagen, gar nicht in den Sinn gekommen. Ich hatte ja meinen Hund dabei und da habe ich mich eigentlich immer drauf verlassen. Für die Bewacher der Grenze ist Bösickendorf ein schwieriges Gelände. Wenn man die Pferde, die alle mit Eisenbüschel die Füße umwickelt hat, ne, und nur Gummiwaren benutzt hat und die den hinteren Dorf weg, schräg runter zum Hufeisen. Und wenn da nicht gerade Posten gestanden hat, sind die unbemerkt dort weggekommen. Die konnten sie gar nicht einsetzen. Hinter dem Dorf, da geht es gleich etwas abschüssig runter, ins Hufeisen rein, Schluss. Wie man das im Nachhinein, soll da kein Posten gewesen sein, wenigstens Schulters gewesen ist, das steht mir nicht zu und stand mir auch damals nicht zu, ich weiß es auch nicht. Und das muss auch jemand gewusst haben, dass da kein Posten war. Und das ist dann in der Zeit wahrgenommen worden. An dem Abend, als wir dann geflüchtet sind, da war im Nachbardorf, wo die Kaserne war, in Neuendorf, da hatten die gerade Kirmes. Und dann haben die den ganzen Grenzgang natürlich etwas lockerer gehalten. Und das war für uns eigentlich ganz gut. Und das haben wir dann auch ausgenutzt. Und das war vorher garantiert irgendjemand weggegangen oder vorweggegangen und hat geguckt, ob die Luft rein ist. Ne? Denn wenn da so eine Truppe losfährt mit Gummiwaren und Pferde, die hätten sich dort, also in die Gefahr hätten sich hundertprozentig nicht begeben. Das waren sehr gewagte Spiele. Los, schnell jetzt! Das war uns auch klar, was passiert, wenn wir unterwegs eine Streife anlaufen. Denn es war ja so, das war uns ja bekannt, die ging ja brutal vor. Wenn dort ein Posten gestanden hätte und dies wäre passiert und der Posten hätte jetzt diesen Trupp versucht aufzuhalten, wäre es eine Aufgabe gewesen. Das kann man sich nicht am Fingern abzählen, was da passiert wäre. In der Maschinenpistole sind 72 Schuss drin, die wir hatten damals. Und wenn da zwei Maschinenpistolen dazwischen schießen und da hatten jeder noch ein Ersatzmagazin mit, wäre da keiner groß am Leben geblieben. Ich hatte zu meiner Frau gesagt, guck da oben hin, im Ingerode am Hang, ein Haus, hell erleuchtet, auf dieses Licht gehst du zu. Egal was passiert, du kommst auch nicht zurück, was auch immer passiert. Wenn da was ist, laufen, egal. Und da das nicht sehr weit war, bis zur Grenze, bestand die Möglichkeit, es zu schaffen. Allerdings, wie gesagt, auch unter Umständen, dass jemand dabei auf der Strecke blieb. Was wir uns auch nicht offen gesagt haben, sonst hätte man das nicht durchgestanden und wäre wahrscheinlich nicht gegangen. Denn die Verantwortung, wenn man da rausgeschossen wird und Frau und Kind stehen da, das weiß ich nicht, wie das gehen sollte. Keine halbe Stunde nach dem Aufbruch erreicht der Treck den Grenzzaun. Unbemerkt.
In wenigen Augenblicken ist der Stacheldraht durchtrennt. Kein Schuss ist gefallen. Los, der Wagen, kommt schnell. Aber leise. Komm, komm, komm. Ich kann immer sagen, es ist gut, dass das so gekommen ist und dass es so abgelaufen ist. Für jeden, der daran teilgenommen hat, ob es wir waren oder ob es die Leute waren. Für alle war das die beste Lösung, dass es abgegangen ist. Dann sind wir weiter, ein Stück noch runter und dann übers Feld, auf die Straße nach Immingerode. Und da unten an der Straße stand ein Bildstock. Da haben wir uns dann vorgestellt und haben erstmal Dankeschön gesagt. 53 Bösekendorfer sind geflohen. Die jüngsten der 24 Kinder sind 6 Monate alte Zwillinge. Der älteste der Erwachsenen ist 78. Zur selben Zeit entdecken die in Bösekendorf zurückgebliebenen, dass ihre Nachbarn verschwunden sind. Ihr Entsetzen ist riesengroß. Helle Aufregung überall. Alles durcheinander, alles ist rumgelaufen und Autos sind gefahren, eine Grenze, alles war eine helle Aufregung. Aber die waren weg und da war eh nichts mehr zu machen. Die Bratkartoffeln standen am Tisch, die Milcheimer standen in Stalle. So sind die alle abgehauen von der Welt hier von Bösendorf. Und wir haben da gesessen zu Hause. Auf einmal kam ein Polizist rein. Ihr seid ja noch da. Sag ich, ja, wir sind ja noch da. Wo wollten wir denn hin? Doch, das ganze Dorf ist weg. Das ganze Dorf ist weg. Was? Da sind wir nun raus auf der Straße. Nun ging das los. Die sind alle weg. Ja, was nun? Dann sind, ich weiß nicht, wo die alle angeschneit gekommen sind. Dann sind ja hier den von den Bonzen oder wie sich das so nennt, hier diese SED-Leute, alle, die da oben dran waren, denn, ja, die sind rumgeschwert und da wurde denn eingeteilt oder was, wer gesagt, was nun? Das Viehzeug ist hier, denn das muss hier nun versorgt werden, ne? Zurückgeblieben sind Landarbeiter und kleinere Bauern. Ohne die Altbauern kann das Dorf jetzt von oben neu organisiert werden. Die Macht ist ungeteilt. In den Händen der SED und ihrer Organe. Die Angst spürte man dann bei den Bauern überall, die noch da geblieben waren. Ich meine, sie wurden ja auch verhört. Es ist ja nicht einer gewesen, der nicht verschont wurde, die dort da geblieben sind. Ne? Also mussten sie alle dran glauben und mussten das über sich ergehen lassen. Drüben in Immingerode. Seit Jahren hatte man hier keinen Kontakt mehr mit den Freunden und Verwandten aus dem Nachbardorf. Niemand hat mit einem solchen Ereignis gerechnet. Und dann sind wir nach Immingerode rein. Wir sind Straße lang, da wohnte in Immingerode ein Bauer. Der hatte eine Frau von Bösekendorf, die so übernächste Haus von uns war. Auf diesen Hof wollten wir. Und meine Tante wohnte da auch. Ich habe dann ans Küchenfenster geklopft und habe gesagt, Tante Elisabeth, wir sind hier. Die hat sich erschrocken, die wusste nicht mehr, wie das Fenster aufkriegen sollte. Na, und dann dauert es nur noch 10 Minuten, dann waren auf dem Hof so die Immingeröder zusammengelaufen. Und dann kam der Grenzschutz auch. Da war noch die Angst immer noch schnell weg. Die können hinterherkommen. Und ich will mal sagen, wenn die Fopos, wenn die gekommen wären, die hätten uns in Immingeröder ausgehoben, da hätte der Zoll hier im Westen doch gar nichts von gemerkt. Wenn die sofort, wo sie es gemerkt haben, hinterhergekommen wäre. Das war doch hier im Westen nicht bewacht. Die Nachricht kam zur Kompanie. Dort war natürlich eine Hektik, es wurde Alarm ausgelöst. Und alles, was Hände und Füße hatte, marschierte Richtung Bösekendorf. Den Soldaten der Grenztruppen wird erzählt, ein Angriff des westdeutschen Bundesgrenzschutzes stünde unmittelbar bevor. Wir machten dann aber keine 8 Stunden, keine 4 Besetzungen, wir machten dann rund um die Uhr machte Dienst. Und die Nerven waren gereizt bis zum geht nicht mehr und der Finger war ziemlich locker im Abzug. Es wurde jeden eingetrichtert bei irgendwelchen
Kleinigkeiten nicht durchzudrehen, immer die Ruhe zu bewahren. Es besteht keine Gefahr, irgendwie da mit dem Finger da rumzuspielen. Wenige Tage nach dieser Flucht ordnet die DDR-Führung den uneingeschränkten Gebrauch der Schusswaffe an der Grenze an. Wie groß ist denn Bösekendorf? Da macht doch nicht so ein Rummel um uns. Wie viele Bauern? Auf der anderen Seite stürmen Medienvertreter das Dorf Immingerode. Diese Flucht erregt Aufsehen, weltweit. 18 selbstständige Bauern und mehrere Kleinsiedler. Aber nur bis zum Frühjahr 60. Denn dann kam die Kollektivierungswelle auch zu uns, ins Eichsfeld. Auch Bösekendorf erhält Besuch von auswärts. Ja, dann am Morgen ist Fifi dann los und der kriegte Bescheid. Unsere ganzen Beamten liefen hier rum. Tja, unsere Stasi und was alles da rumlief, man kannte sie gar nicht mehr. So viele Leute liefen hier rum. Ja. Nun sollte man die Leute wieder rüberholen. Unterschrift gemacht, ne, dass sie hier rüber wieder kämen, nach hier hin. Und passierte nichts. Wie können wir in ihre Wohnung gehen? Hä? Was sagst du? Wir sollen zurückkommen? Ja, komm zurück. Und so schnell wie möglich. Wie stellst du dir denn das vor? Wie ich mir das vorstelle? Ja, naja, ihr kommt einfach alle zurück. Die können euch da drüben doch nicht zurückhalten. Das dürfen die gar nicht. Ja, ich weiß, Hermann, du meinst es gut. Aber es hat keinen Zweck, dass wir weiter miteinander reden. Nein, ich leg auf. Die Stasi verspricht Straffreiheit. Hallo. Er hat aufgelegt. Doch keiner der Flüchtlinge glaubt ihr. Keiner ist wieder hier. Alle weg. Nicht einer. Bis heute noch nicht. Einige Zeit später besucht Erich Schmalstieg mit seinem Sohn Gerhard die Grenze bei Immingerode, um einen Blick auf die alte Heimat zu werfen. Sag Gerhard, gucke mal, da ist Bösekendorf. Der drehte sich rum, hat keinen Ton gesagt, hat auch nicht einmal nach Bösekendorf geguckt. Es waren noch keine 5 Jahre. Und dann wieder runter. Ich gucke da nicht hin, sagte. Bis 1963 fliehen noch weitere 17 Einwohner aus Bösekendorf. Obwohl der Ort von den DDR-Behörden nicht aufgegeben wird, verfallen einige der Bauernhöfe. Die Gemeinschaft der Bösekendorfer ist bis heute lebendig geblieben, in Angerstein bei Göttingen. Hier haben viele der Familien ein neues Zuhause gefunden und sich neue Existenzen geschaffen. Niemand der Flüchtlinge wird nach der Wende wieder in die alte Heimat zurückkehren. Das ist ja wirklich eine schöne Überraschung.